Ja, dann möchte ich euch nochmal ganz herzlich begrüßen, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Jetzt zur ersten richtigen Folge von Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Also nicht Pillars of Eternity 2, sondern Pillars of Eternity 1 mit White March. Diesmal. Wir haben in der 0. Folge die Charaktererstellung gemacht und kurz die Einführung, also den, ja, was der Karawanenmeister Odima uns zu sagen hatte. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir wieder unsere tollen Bären besorgen. Aber vorher legen wir die Pre-Order-Gegenstände noch schnell an. Und gucken uns das Adra an. Diese hohen, wie Grünglas wirkenden Säulen sehen aus, als seien sie direkt aus der Erde gewachsen. Das flackernde Feuer lässt Schatten umhertanzen. Ihr solltet wirklich auf dem Tab bleiben, dann kann ich das besser vorlesen. Gut, unser erstes Problem, wir können dieses Ding nicht knacken, weil wir keine Dietriche Hier. haben. Ja, und den einzigen Dietrich, den wir kriegen, der reicht nicht aus. I suppose it can't be helped. Das heißt, wir können schon mal nicht an die Kiste ran, weil ich keine Mechanik gesteigert habe. Wir können uns aber auf jeden Fall das hier schnappen. Können aber nicht. Ah doch, wir können, glaube ich, aufs Lager. Nein, können wir nicht, weil wir im Expertenmodus sind. Also ja, nochmal zur Erinnerung, wie im Expertenmodus können wir in der Wildbahn nicht aufs Lager zugreifen. Nur in der Stadt oder wenn wir rasten. Wir können aber, da ich auf Normal spiele, vier Rastvorräte mit uns rumschleppen, nicht nur zwei. Anyone need supplies? I've got sundries for sale. Ja, reden wir doch mal mit Theo dann. Du siehst einen Mann, der einfache, aber überwiegend gepflegte Kleidung trägt. Ein gezackter Riss am Saum seines Waffenrocks scheint ihn aber förmlich zu versteinern. Brought a whole wagon full of goods to sell, but not enough shirts for the road. Als er dich bemerkt, schüttelt er seinen Kopf und lacht. Einen ganzen Wagen voller Waren zu verkaufen, habe ich mitgebracht, aber nicht genügend Hemden für die Reise. Er kratzt sich mit dem Fingerknöchel in seiner Wange, die ganz so mit unebenen Stoppeln bedeckt ist, als ob er sich noch nicht ans Rasieren unterwegs gewöhnt hätte. Say, is there anything you need? I've got some basic traveling supplies for sale, if you'd like to take a look. Sag mal, kannst du vielleicht irgendwas gebrauchen? Ich habe ein paar einfache Reiseutensilien im Angebot, falls dich das interessiert. Fragen wir erstmal, wer du I'm a bist. trader, originally from the Adir Empire, but I've been trying to establish new business out here. Life on the road has brought some unexpected challenges, to be sure. And I'm sure you've noticed how prickly the locals can be. But we're here to make the most of things, right? Ich bin ein Händler. Ursprünglich komme ich aus dem Edirreich, aber ich habe versucht, hier draußen ein Geschäft aufzubauen. Er schaut seinen Wagen an und grinst reumütig. Das Leben unterwegs hat mir zugegebenermaßen einige unerwartete Herausforderungen präsentiert. Und wie kratzbürstig die Einheimischen sein können, hast du bestimmt schon gemerkt. Aber wir sind ja hier, um das Beste daraus zu machen, richtig? Wir können es genauso gut versuchen. Mit einer solchen Perspektive wird es dir sicherlich gut ergehen. Wenn du schon glaubst, diese Karawanenleute wären kratzbürstig, dann sieh dich vor diesen Axtschwingern vor, die Odima erwähnte. Wie unfassbar naiv du bist. Es wundert mich, wie du so lange überleben konntest. Ja, mit so einer Perspektive wird es dir sicher gut ergehen. Naja, das werden wir wohl noch sehen. Ich versuche nur das Richtige für meine Familie zu tun. Brauchst du sonst noch was? Sieht so aus, als würden wir hier übernachten. Erzähl mir etwas über das Edirreich. It's not as big as it used to be, but it's still big. The mainland is a continent northwest of here. The colonies used to include Raed Seris and the Deerwood. About 150 years ago, Deerwood won its independence from the Empire. A fact our companions are quick to remind me of. Es ist nicht mehr so groß wie früher, groß ist es aber immer noch. Das Hauptland ist ein Kontinent nordwestlich von hier, aber zu den Kolonien gehörten Raed Seris und der Dürrwald. Ja, im Dürrwald befinden wir uns ja gerade und er hat benutzt absichtlich Gehörten, weil beides nicht mehr zu Edir gehört.
Also er jetzt hier sagt, vor gut 150 Jahren ist der Dürrwald vom Reich unabhängig geworden. Eine Tatsache, die mich meine Gefährten gerne erinnern. Er grinst sich schief an und nickt in Richtung der verstreuten Karawanenteilnehmer. Ja, die Dürrwälder sind den Edirern immer noch sehr nachtragend. Wegen der Kolonisation und so weiter. Also misstrauisch. Deswegen ist halt Edir auch nicht mehr so groß, wie es früher mal war. Warum bist du den ganzen Weg hier herausgezogen? Because it seemed friendlier than Raid Ceres? My brothers took over the family mercantile business a few years ago, and there wasn't enough for me to do back home. I moved out to try and expand. Weil es hier freundlicher als in Raid Ceres zu gehen schien. Er lacht. Meine Brüder haben das Kaufmannsunternehmen der Familie vor ein paar Jahren übernommen. Für mich gab es zu Hause nichts mehr zu tun, also zog ich aus, um das Geschäft zu erweitern. Er zuckt mit den Achsen. Da der Dürrwald eine ehemalige Edir-Kolonie ist, schien es mir ein guter Standort zu sein. Und so sehr ich das Arbeitsethos der Rezeraner auch bewundere, so kamen sie mir doch stets etwas fanatisch vor. Klingt eigentlich recht vernünftig, das ist aber edelmütig von dir. Anscheinend hast du da den Kürzeren gezogen. Klingt recht vernünftig, auch wenn die Dürrwälder wahrscheinlich nicht so schnell warm werden. Hier draußen gehe ich immer nur einen Tag nach dem anderen an. Dann zeig mal, was du anzubieten hast. Ja, wir könnten beim Dietrich hier kaufen, nur um die Kiste zu knacken. Wir könnten dafür sogar die Rüstung hergeben. Weil verkaufen können wir. Oh ja, wir können auch so ein bisschen cheaten, indem wir das Zeug hier beim Reinziehen und es dann bei uns in das Inventory ziehen. So, ich nehme mal alle Dietriche, die er hat. Das kostet mich dann 39. I'm here. So, damit könnten wir die Kiste knacken. Jo. Hope that helps. Und finden einen Trank der kleinen Ausdauer. Hat sich fast gelohnt. Aber auch nur fast. Naja, gut. Das bisschen Geld, was wir jetzt verloren haben, das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir wieder rein. Ich glaube, wir hatten eh nicht viel Geldmangel später. So, wir können uns hier umgucken. Das machen wir auch erstmal, uns ordentlich umgucken. Um alles, was wir finden, einzusacken. Hier ist der Baum, der umgestürzt ist. Not looking forward to trying to lift that thing tomorrow. Ja, der umgestürzte Baum bewegt sich keinen Millimeter. Harz tropft auf den gezackten Wunde in seinem Stamm. Daraufhin sagt Kalisha, ich freue mich nicht gerade darauf, das Ding morgen anzuheben zu versuchen. Yes. Ja gut, das heißt, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Hier hat Sparfel eine Laterne aufgehängt, damit man ein bisschen was sieht auf der Straße. I'll have your water soon enough. Stream's not going anywhere. Ich werde dein Wasser früh genug besorgen. Der Strom geht nirgendwo hin. Ja, danke. Das wissen wir schon mal, dass er das nicht tut. Beziehungsweise, dass er es halt nicht mehr schafft. We shouldn't stray too far. Ja. Dieser Pfad windet sich durch eine enge Schlucht zurück zu dem Ausgangsort. Rillen im Boden zeugen von der Durchfahrt hunderter Karawanen. Und Kalisha meint, wir sollten nicht zu weit abschweifen. Also ja, den Weg zurückgehen ist eine blöde Idee. Let's check by those outcroppings. Ja, lass mal bei diesen Felszungen danach sehen. Die wir gerade erstmal umgehen. Weil hier hinten wachsen, glaube ich, ja. Verbrannte Dame. Wir können uns übrigens mal die Zutaten, die wir schon haben, ansehen. Wir haben nämlich jetzt Orlands Wiege. Dieser dicke, flache Pilz erhielt seinen Namen von rizianischen Siedlern, die ihn im Wald vorfanden. Er wächst am Fuß großer Bäume. Edmunds Wirt haben wir und die verbrannte Dame.
Das sind kleine braune Pilze, ja. Also sehen wirklich aus wie Pilze. Nicht nur aus wie Pilze, sind Pilze. So, jetzt wollen wir ja hier oben hin. So, da ist ein junger Wolf. Nur einer. Weil wir auf Normal spielen, auf Schwer werden da zwei junge Wölfe normalerweise. Und ja, wir können ihn einfach mal versuchen umzuschweißen. Das gelingt uns auch. So, und uns sein Wolfsfeld zu holen. Da ist der Bärenbusch, den wir suchen. Jo, Frühlingsbeeren. Du siehst so aus, als wärst du schon in vielen Kämpfen gestanden. Was hast du getan, bevor du hier herauskamst? So, das ist jetzt neu, weil ich habe noch nie den Söldner genommen als Ausgangspunkt. Also gucken wir mal. Ich bin eine Kriegsveteranin. Ich verdingte mich als Söldnerin. Ich schloss mich Abenteurern und Expeditionen an. Was halt gerade gezahlt wurde. Ich war eine Wachfrau, das geht dich nichts an. Ich bin eine Kriegsveteranin oder Wachfrau? Ene, mene, mane, mu. Ich bin eine Wachfrau. Ach ja, und wie bist du dann hier gelandet? Eine Gruppe Briganten überwältigte uns und eroberte die Stadt. Dort herrscht jetzt ihr Gesetz. Ja, nicht ganz das Heroische. Viele Kupferstücke waren damit nicht zu verdienen. Auch nicht ganz so. Egal was ich tat, immer noch kamen Leute zu Schaden. Also eigenes Versagen, das geht dich nichts an. Nehmen wir mal, dass Leute zu Schaden kamen. Manche Dinge liegen einfach nicht in den Sternen und man kann sie auch nicht ändern. Da fragt man sich doch, ob uns die Götter nicht absichtlich in manche Situationen manövrieren, um sich anzusehen, wie wir damit umgehen. Kalisha nimmt ihre Umgebung in sich auf. Ist schon viel Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal so war. Gefallen hat es mir immer. Fürs Redricks Angebot, es bringt ein Mädchen zum Nachdenken, das muss ich ihm zugestehen. Und du? Willst du dich hier wie alle anderen niederlassen? Es ist ein Angebot, das man sich nur schwer entgehen lassen kann. Na, ich bin nur auf der Durchreise. Ich hatte nicht viel darüber nachgedacht. Ich bin auf der Durchreise. Das ist normalerweise bei der großen Stadt der Fall, die nur ein bisschen weiter die Straße hoch liegt. Wohin bist du unterwegs? Also ja, das war auf der Durchreise. Das ist normalerweise bei Städten der Fall. Ah, nirgendwo besonders. Ich will nur so viel Zeit und Abstand wie möglich zwischen mich und mein altes Leben bringen. Ich werde weiter schon zur Stadt ziehen und sehen, wohin mich das bringt. Wahrscheinlich werde ich ein Weilchen umherziehen. Irgendwo hin, wo man sich Geld machen kann. Ich habe keine Ahnung, was ich als nächstes tun werde. In die Stadt, würde ich sagen. Die nächste Stadt ist Trutzbuch, die Hauptstadt. Ein paar Tage weit weg, wie in jeder anderen Stadt, gibt es auch da ein paar schöne und ein paar nicht schöne Ecken. Aber nach dem zu schließen, was man so hört, scheint der Duke ein guter Mann zu sein. Egal, ich verschwende hier meine Zeit und jemand wird mich ganz schön zusammenstauchen. Lass uns aufbrechen. Ja, sag mir erstmal, warum bist du eigentlich hier? Kalisha seufzt ungleichmäßig. Ihre Augen suchen den Boden bei ihren Füßen ab. Vor einer Weile ist meine Schwester hier hinausgezogen. Sie schrieb mir einen Brief und schien besorgt zu sein. Aber so ist sie schließlich immer. Dieses Mal aber bat sie mich, sie aufzusuchen und das hat mich etwas besorgt. Ich habe sie schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich hatte in Xa Mittel zu tun. Und dennoch, ich würde alles für sie tun, weil sie... Nur sie ist eine viel bessere Frau als ich. Deswegen bin ich jetzt hier und wir werden sehen. Ich habe schon früher vor Odema gearbeitet. Normalerweise führt er keine Karawane auf dieser Route. Er tut es nur mir zuliebe. Erzähl mir etwas über dich selbst. Oh, ich habe geringe Ansprüche. Ich mag den freien Himmel und weite Horizonte. Ich suche mir immer Arbeit, bei der ich auf diese Weise leben kann. Auch meine Familie ist auf Wanderschaft. Wir brachen im Dürrwald auf. Meine Eltern zogen schließlich ins Land der Lebenden. Einer meiner Brüder lebt in Raotai, ein anderer in Idir. Meine Schwester in Goldhall ist die einzige echte Stubenhockerin. Was kannst du mir über den Dürrwald sagen? Von Geschichte habe ich nicht viel Ahnung, aber ich weiß, dass er einst zum Edirreich gehörte. Nach einem Krieg vor ein paar Jahren hat er sich abgespalten. Na, ein paar Jahre sind das nicht, es sind 150. Die hiesigen Einheimischen sind ein ziemlich streitsüchtiger Haufen.
Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden gewesen, aber in letzter Zeit kamen mir seltsame Dinge darüber zu Ohren. Die Leute haben wohl Probleme, Kinder zu gebären. Und zwar viele Leute. Das geht jetzt schon seit Jahren so, aber irgendwie wird es immer schlimmer. Mit einem unbehaglichen Zittern in der Stimme fügt sie hinzu, ich muss meine Schwester genauer darüber befragen. In Ordnung, dann lass uns mal ins Lager zurückgehen. Ich an deiner Stelle würde mich nicht darauf verlassen, dass dir Sparfel irgendwann demnächst Wasser bringt. Er macht, was er will und wann er will. Wir sollten ihn zuerst aufsuchen und ihn ein bisschen Vernunft einbläuen. Der Strom liegt gleich da unten. Komm schon, lass uns dein Wasser holen. I'm here.